Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich werde euch jetzt in ganz kurzer Zeit die Änderung vorstellen, die wir heute vor knapp einer halben, dreiviertel Stunde durch das neue Update 1.12 bekommen haben. Ein, zwei Sachen dabei, die wir schon letzte Woche erfahren haben und ein, zwei Sachen, die wir erst heute erfahren haben und ein, zwei Sachen, die einen wieder mehr enttäuschen als zufriedenstellen. Wir werden auf jeden Fall auf alles einzeln kurz eingehen und ich versuche das so kurz wie möglich zu halten. Dadurch spart ihr euch auf jeden Fall die Arbeit, euch die Patchnotes komplett durchzulesen, was ich gerade getan habe. Eine der größten Änderungen, die wir ja sowieso für den Multiplayer heute erwartet haben, nämlich das Waffenbalancing-Patch, ist nicht gekommen. Sie haben geschrieben, dass das Waffen-Update für den Patch erst im 1.13 da sein wird. Das heißt, alle Sniper, alles, was sie sich angucken wollen, wird erst in der hoffentlich laufenden nächsten Woche, vielleicht aber auch erst später da sein. Genauen Termin haben sie nicht genannt, es steht nur, wird im Februar kommen. Da können wir also wieder raten. Genauso wenig haben wir League Play bekommen. League Play wird erst kommen, sobald das Ganze mit dem Waffen-Update geändert wurde. Aktuell sind noch neue CWL-Regeln eingeführt worden. Den Link für die ganzen Änderungen bei League Play habe ich euch unten in die Videobeschreibung getan. Da könnt ihr euch gerne angucken, was ihr euch da vielleicht für CWL, für sonstiges einmal raus, kopieren wollt. Das ist für euch vielleicht ganz interessant. Das würde jetzt leider, wie gesagt, den ganzen Rahmen sprengen, deshalb den Link dazu findet ihr unten. Ist aber schon bezeichnend, das Game ist von Spezialisten übersät und im Competitive-Modus sind im Prinzip 80% aller Spezialisten mit den Ausrüstungen verboten. Hat ja einen speziellen Grund, warum einige schon nur eine Flash spielen oder. Sollte einem zu denken geben, warum man im Competitive die Sachen sperrt und im Public-Bereich nicht. Ist aber so, müssen wir aktuell mitleben. Im Blackout haben wir einige Changes jetzt bekommen und zwar sind die Rüstungen 1, 2 und 3 insoweit komplett geändert worden. Vorher haben die noch wirklich sehr, sehr viel Schutz gegeben vor einigen Sachen. Das hat sich jetzt erledigt. Im Prinzip kann man jetzt sagen, die frühere Level 1 Rüstung ist jetzt die Level 3 Rüstung. Ich werde euch die Prozentzahlen einmal sagen und dann könnt ihr mir mal sagen, was ihr davon haltet in den Kommentaren. Ich habe mir das hier extra aufgeschrieben, weil ich musste vorhin lachen, als ich sah. Der Schutz vor Patronen bei Level 1 Rüstung ist reduziert worden von 30% auf 15%. Das ist nur noch die Hälfte. 15% ist fast gar nichts. Der Schutz bei der Level 2 Rüstung wurde reduziert von 40% auf 25%. Das heißt, die Level 2 Rüstung jetzt ist schlechter als die Level 1 Rüstung vorher. Und die Level 3 Rüstung beschützt nicht mehr vor 50% der Kugeln, sondern nur noch vor dem Schaden, den die Kugeln machen, sondern nur noch 35%. Das sind gerade mal 5% mehr als Level 1 Rüstung vor dem Update. Wie sich das Ganze spielen lässt, werde ich jetzt gleich live im Stream sehen. Das heißt, wenn ihr vorbeischauen wollt, vielleicht mitmachen wollt, zugucken wollt, macht euch eine entspannte Zeit bei mir. Twitch TV Schepperfeuer. Ich bin jetzt auf jeden Fall gleich online und teste das Ganze mal aus. Finde ich sehr, sehr extrem. Ich bin der Auffassung gewesen, dass Level 1 und Level 2 Rüstungen vollkommen legitim waren und nur die Level 3 Rüstung zu stark war. Alle, die Blackout spielen, werden mir, glaube ich, da zustimmen. Müssen wir gucken, wie sich das jetzt umsetzt. Das sind auf jeden Fall die genauen Zahlen, die wir dafür bekommen haben. Am Ende der Woche werden wir, wurde auch schon angekündigt, die Möglichkeit bekommen, durch verschiedene Challenges, Aufgaben, Herausforderungen im Blackout-Modus die neuen Camos freizuschalten, die neuen Tarnungen für die Waffen im Blackout. Also Gold, Diamant und Dark Matter. Aktuell geht das nicht, aktuell können wir nur die Tarnung nehmen, die wir Multiplayer freigeschaltet haben, bis zu Gold. Gold, Diamant, Dark Matter geht nicht. Mit speziellen Herausforderungen, die sich auch teilweise während der Spiele ändern können, sollen wir das ab Ende der Woche bekommen. Das heißt, da können wir uns drauf freuen, da können wir auch drauf warten und hoffen, dass wir was Schönes bekommen. Es gibt dann noch neue vorgestellte Modi jetzt gerade im Multiplayer. Es ist Blackjacks Waffenspiel, es ist Geleitschutz, Söldner Einnahme Moshpit, Moshpit Ausdauerchaos. Das heißt, TDM Abschluss bestätigt, Herrschaftsstellung geht bis zur doppelten Punktzahl wie als vorher. Das heißt, Herrschaft bis 200 normalerweise geht in dem Modus bis 400. Macht Spaß, kann man durchaus spielen, muss nur gucken, dass man nicht auf 6-Mann-Partys trifft, das verdirbt einem schnell den Spaß. Und dazu haben wir noch für die Hardcore-Fans unter uns Hardcore Moshpit, finde ich auch sehr cool, spiele sogar ich teilweise zwischendurch. Im Multiplayer, wie gesagt, die Waffen-Patches werden hoffentlich nächste Woche kommen, da haben wir leider nichts bekommen, ich muss euch also leider enttäuschen. Genauso wenig, wie wir neue Waffen haben, es gibt im Schwarzmarkt nochmal eine kleine Neuigkeit und das ist das Thema Absolute Zero mal wieder. Wir haben schon wieder einen neuen Blackjack-Shop mit einem neuen Charakter oder Outfit für Zero. Weiß nicht mehr warum, schon das 80. Mal, keiner spielt Zero, man sollte sie nicht spielen, das ist eine blöde... Ihr wisst schon...
Gut. Ist aber die Info, die wir auf jeden Fall haben. Wenn ihr euch sie kaufen wollt, könnt ihr natürlich gerne machen. Tut es aber am besten nicht. Spart euer Geld, sind immerhin 8 Euro, die es schon wieder kostet. Und es sieht auch noch scheiße aus. Das Outfit heißt Sultanine und so sieht es leider auch aus. Das sind im Prinzip alle Änderungen, die wir mit ganzen 7 GB heute wieder bekommen haben. Das heißt, im Prinzip wurden ein bisschen Stats von Rüstungen geändert und ein bisschen Kleinkram. Und dafür sind wieder 7 GB Speicher weg. Lasst uns mal abwarten, was jetzt Ende der Woche kommt, wenn die Blackout-Camos reinkommen. Das könnte vielleicht nochmal ein bisschen interessant sein. Ich vermisse nach wie vor die Gold-Herausforderungen für Charaktere. Genauso wie in Black Ops 3 die täglichen und wöchentlichen Aufgaben, dass wir eine Ingame-Währung freischalten können für neue Loot-Drops oder. Ob es noch kommt, aktuell, ich bin von den Entwicklern für den Multiplayer wirklich mehr als enttäuscht. Das sind aber die Patch-Notes in so kurzer Zeit wie irgendwie möglich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, haut gerne ein Abo raus, wenn ihr die neuesten News nicht verpassen wollt. Ich bin raus. Schaut gerne im Stream vorbei, wenn ihr wollt, und ciao.